MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Achtung, dieses Video enthält Flüche, Beleidigungen, Unfug und Emotionen. Wer ein perfekt gespieltes Spiel erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden und sollte jetzt abschalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Videobeschreibung oder fragen Sie den YouTuber über die Kommentarfunktion. So, hallo ihr Football-Verrückten da draußen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Madden 17 auf der PlayStation 4. PlayStation 4, doch war richtig. Hier in der Community-Franchise. Ich habe ein User-Game und zwar, welche Woche sind wir eigentlich? 8? Ich weiß gar nicht. Doch, Woche 8, ne? Und zwar hier gegen den Royal und seine ungeschlagenen Patriots. Da muss er noch ein bisschen ein paar Settings machen anscheinend. Das wird richtig schwer, weil er spielt einen Wide Receiver und Wide Receiver ist schon eine dankbare Aufgabe. Quarterback ebenfalls in so einer Franchise, wo man nur einspielt. Wobei Quarterback musst du können. Wenn du es drauf hast, hast du da wirklich die Möglichkeit, ja, Spiele sehr einfach zu entscheiden. Also Wide Receiver ist für mich persönlich somit die einfachste Position. Ja, danach gibt's wirklich Halfback, QB und dann erst geht's in die Defense. Also Defense finde ich nicht mal jetzt, sag ich mal, schwer zu spielen, aber du verlierst halt in der Defense extrem den Einfluss, den du aufs Spiel nehmen kannst. So, wir spielen hier im Heinz Field, also Heimspiel für Pittsburgh. Das kann doch nur gut sein. Mein Plan für heute ist, wir kicken. Mein Plan ist, den Ball so lange zu halten wie nur möglich. Und effektiv zu punkten, ganz klar. Um halt zu versuchen, so wenig wie möglich die Offensive der Pats auf dem Feld zu lassen. Der zweite Plan ist, beten, dass die KI-Defense hält. Auch das ist sehr wichtig. Ja, das ist ein guter Lauf. Flag on the field. Gegen Edelman. Ja. Also, der Royal ist Edelman, also der Wide Receiver. Und der hat wohl jetzt hier eine Illegal Blocking Strafe hervorgerufen. Oh, schöner Catch in der Mitte. Brady für 11 Yards auf Hogan. Ein Diving Catch. Da war jetzt nicht so viel Platz in der Mitte, um den Ball fangen zu können, aber ganz stark gemacht. Handoff. Ah, schnell gestoppt. Der O-Line-Spieler hat da seinen Block gelöst und ist dann irgendwie weggelaufen. Keine Ahnung wohin. 3-4. Machbare Distanz, aber schon mal so eine kleine Drucksituation. Ich glaube, am Anfang des Spiels haben wir gesehen, irgendwie Third Down Conversions für, weiß ich nicht, lagen wir beide relativ ähnlich, irgendwie bei etwas über 60. Links ist er, ja. Zu einfach. Das war zu einfach. Doppeldeckung oben, aber keiner auf den Flügeln. Oh, no huddle offense, natürlich. Ist ja schon 5,5 Minuten nur noch zu spielen. Laufspiel über Lewis. Unten sehen wir unter Umständen ein paar Ergebnisse. Spoiler-Alarm. Zumindest sehen wir Partien. Week 7. Das ist doch aber letzte Woche, oder? Ah, ich weiß nicht. Oh, ein Slipscreen. Aber kein First Down vorerst. 3 und, was haben wir? 2? 3 und 1? 3-2. Auch wieder eine machbare Distance. Aber man muss sie erstmal machen. Ne? Ich habe leider keinen Einfluss jetzt auf die Defense. Oh, es gibt ein Passspiel auf Gronk. Und der schüttelt hier tatsächlich mehrfach die Tackles ab. Und wieder No-Huddle-Offense.
Naja. Wie auch immer. Ja, Play-Action-Spielzug. Und da ist der Catch. Zum nächsten First Down. Ihr seht, wie einfach es geht, nicht wahr? Die Patriots haben natürlich auch ein ziemlich brauchbares Team. Ah, da ist der Handoff. Laufspiel sehr gut. Lewis, nächste First Down. Von einem First Down zum nächsten jetzt. Unsere Defense hatte zwei, dreimal die Chance hier. Ne, zweimal, glaube ich, ne? Ne, doch dreimal? Ich weiß gar nicht. Beim Third Down wirklich einzugreifen. 3 und 4 ist mir im Kopf geblieben als... das könnte interessant werden. Ja. Da war gut gedeckt. Brady bringt den Ball an den Mann, aber... Ja, was ist aber? Es sind auch 5 Yards Raumgewinn, ne? Mit einem Versuch. Mit dem ersten Versuch. Das ist ein komfortables 2 und 5. Da bist du in Distanz, es mit dem Lauf zu versuchen. Oder versuchst tatsächlich nochmal irgendwie... Ja, Red Zone Offense, alles gut. Kannst doch mal einen Versuch in die Endzone starten. Na, ja, es ist ein... starker Spielzug. Ein Laufspiel. Über rechts. Nächste First Down, ich wollte sagen... First and Goal, aber nächste First and Goal gibt es nicht. Das ist das erste First and Goal heute. Da wird ein Laufspiel. Nach links. Oder auch nicht. Oh, gedroppt. Die erste Incompletion von Brady. Second and Goal. Das war eigentlich schön Innenlauf auf die Brust gepasst. Erneut ein Passspiel und schöne Passverteidigung. Schöne Coverage von Gay, der da mit der Hand den Ball wegschlägt. 3 und Goal. Sieben Yards sind zu gehen. Das ist jetzt für ein Laufspiel schon beinahe zu weit. Aber es gibt den Handoff und es gibt den Stop an der 1-Yard-Linie. Und eine Injury. Und eine Injury. Und zwar ist es, ja, es ist tatsächlich der Running Back, der Pats, der sich da verletzt hat. Field Goal oder wird gefaked? Der Kicker sieht mir so nah aus, oder? Ja. Ein Fake Field Goal und man sieht es tatsächlich, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Der Kicker sah mir viel zu nah dran aus. Gescheitert. Und deshalb starten wir jetzt an der 3. Das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Mal gucken, ob wir mit einem Laufspiel hier uns befreien können. Ja, können wir. Können wir. Die Blocks sitzen. Sehr gut gemacht von unseren Blockern. Und wir befreien uns mit 11 Yards direkt mal aus dieser brenzlichen Situation. Das ist ein, genau, auf Green jetzt. Den nehmen wir mal. Oh ja, kann er. Jawohl. Schöner Touchpass. War vorher auch schon viel Zeit, um auf Green zu werfen. Neues First Down. Wieso auf mich?
Vorne hast du, ich glaube, der rechte Receiver war, glaube ich, dann doch schon am Cornerback vorbei. Kein Safety mehr, wenn er den lang wirft. Werden wir alle Spaß haben beim Feiern. Und auf einmal wirft er auf mich. Linebacker gerade sehr weit vorne. Oh, jetzt wird's eng. Das wird kein First Down. Ja, anscheinend der Catch, aber bringt nichts. Kein Raumgewinn, weil er auf die Seitenlinie geworfen wurde. Und jetzt haben wir ein Problemchen hier mit Ende des ersten. Steht 0-0. Ja, ich sag ja, Receiver spielen ist nicht ganz so schwer. Selbst als Running Back. Wobei man sagen muss, Bell hat tatsächlich relativ gute Catching-Werte. Ich glaube, lag da irgendwie in den Werten bei über 70 oder so. Catching. Ah! Haltet doch die Jungs auf. Die Lücke war klein. Ich war schon auf der Sprint-Taste. Das heißt, viel mehr nach vorne ging gar nicht. Immerhin den Drag-Spielzug hier. Das heißt, Wheaton zieht nach innen vorne und dann raus zur Seitenlinie. Und ich muss gucken, ob hier geblitzt wird. Ja, Wheaton hat anscheinend den Ball, so wie der Kommentator hier gerade sagt. Und holt einen First Down raus. Sehr stark. Sehr stark. Wir kommen tatsächlich relativ gut hier gerade übers Feld. Der Linebacker zieht rüber. Jetzt die Frage, wollen sie mich jetzt verarschen oder? Ja, die wollen mich verarschen. Der Safety kommt vor. Der Safety stößt also in diese Zone, wo angeblich kein Decker oder kein Gegenspieler, kein Defender irgendwie drin war. Aber trotzdem 4 Yards geholt. Das ist relativ in Ordnung. Oh ja. Macht er gut. Auf Green in die Mitte. Und Big Ben heute bisher mit einem recht guten Start. Nehmen wir mal unseren Counter Week. Och, Leute, ihr müsst den Blocker aufnehmen. Schwein gehabt. Schwein gehabt. Da war ich vielleicht sogar zu schnell für den Kollegen. Oder der kam irgendwie nicht aus dem Arsch. Aber da war wirklich Gefahr. Richtig Gefahr. Ne, der Kicker steht auch da sehr nah. Okay, war wohl eine optische Täuschung. Habe ich wohl einfach nur Glück gehabt beim Spekulieren. So, 7-0. Ich bin gespannt. Da wird gewunken. Das heißt, an der 25 wird gestartet. Das ist ja die neue Regel. Wenn es ein Kickoff ist, ein Touchback beim Kickoff, dann geht es los von der 25-Yard-Linie. Und ich bin gespannt. Wenn er jetzt nicht punktet, können wir uns in die Halbzeit retten. Das wäre ja schon mal was. Dritte Viertel würden wir starten. Auch da würden wir gucken, dass wir irgendwie zu Punkten kommen. Und dann wäre Druck. Aha. Jetzt geht's los. Ah,
Laufspiel. Nächste Passspiel auf Gronk. Oh ja, links. Ja, das ist einfach. Und Gronk braucht mal wieder drei Verteidiger, um ihn zu Boden zu reißen. Das ist schon ein ziemliches Tier. Two-Minute-Warning. Two-Minute-Warning. Oder sind wir doch erst in Week 7? Kann auch sein. Ich weiß nur, nächste Woche habe ich... Oh, ein schlechter Snap übrigens da. Ich weiß nur... Ah, passt aber. Scheiße. Nächste Woche habe ich eine Bye-Week. Das heißt, nächste Woche bin ich frei von jeglichen Aktivitäten. Ja, aber ihr wisst ja, wo ihr... Ich hoffe mal, dass ihr ja wisst, wo ihr euer wöchentliches Madden-Material bekommt. Der Bela, die Sid. Oh, easy. Wieder Hogan. Und zack, 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 zack. Wieder reichen keine zwei Tackles aus, um ihn zu Fall zu bringen. Ja, es war ein schöner Drive. Ich glaube, ein Pass, ein Laufspiel war dabei. Bin mir aber nicht sicher. Kann auch 0 gewesen sein. Was wollte ich sagen? Ach so, ja. Sid, Bela, Fabi. Ihr wisst ja, wo ihr euren Stuff herholen könnt. Der Emo spielt ja auch und der gibt mir auch immer die, sag mal, die Videos. Jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass er das nicht machen muss, weil er hat den User-Game gegen den Bela, oder? Ich glaube gegen den Bela. Bela. Oder? Ja, ich meine ja. Ich meine, er hat gegen den Bela gespielt. Das ist fatal, wenn der erste Block nicht gehalten wird. Grande fatal. Was haben wir denn hier? Wir können ja nochmal... Nee, eigentlich wollte ich hier... ich weiß nicht. Einen schönen Slipscreen spielen. Ah, ich wäre blank gewesen. Ah, auf der anderen Seite. War ein bisschen viel gegröle. Ich dachte, er hat eine Interception geworfen oder so. Aha, wir nehmen eine Timeout. Okay. Ja, warum nicht? Warum nicht? So. Deep Pass, Play Action, Screen. Hier. Yeah. Na also. Dann spielen wir das schöne Ding. Vielleicht kommen wir ja tatsächlich irgendwie mit etwas Glück nochmal in Field Goal Range. Ist ja nur ein Safety hinten. Nein! Ach, die 66, die ist aber auch lahmarschig. Junge, Junge. Einmal noch zur linken Seite, komm. 3 Yards Raumgewinn. 66. Ach, da muss der auch blocken. Das ist ja ungünstig. Ja, Schwein gehabt. Als sie so aufgestellt waren und keine Safeties, also nichts im Backfield, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Aber
Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, da konnte ich jetzt nicht so drauf achten. Aber da war nicht so viel. 4 zu 7, 26 Sekunden noch mehr in der ersten. Also nochmal Druck hier ausgeübt. Patriots haben noch 3 Timeouts. Jetzt bin ich gespannt, ob sie noch was wagen. Eigentlich mit dem Hintergedanken, dass die Steelers in der zweiten Halbzeit anfangen werden, kann man hier nochmal ein bisschen was machen, ne? Wenn man weiß, ach, wir receiven sowieso jetzt zum Start des dritten, dann wäre das Wumpe. Ja, Play Action. Habt ihr gesehen, auf der anderen Seite standen 2 Steelers-Spieler und haben die Zone gedeckt, obwohl da echt gar nichts los war. Das war schon ein bisschen erschreckend. Ich meine, dann können die doch nach vorne oder die Mitte noch zusätzlich abdecken oder irgendwie sowas. Da kam ja auch gar nichts irgendwie in deren Richtung. Alles war irgendwie nach rechts. Dann wirft er weg. Verlagert. Da spürt Brady den Druck und wirft die Pille weg. 3 und 3. 13 Sekunden noch. Riskiert man da noch was? Oder sagt man, ja komm hier, dann gehen wir halt in die Pause, bevor wir jetzt hier noch eine Pick 6 oder so riskieren oder ne, ähnliches. Ich bin gespannt. Na, sie gehen aber auf jeden Fall. Kurzer Pass auf White. Timeout bei 6 Sekunden. Ja, jetzt muss er schon irgendwas in die Endzone kommen. Jetzt muss schon langer Hafer kommen hier. 6 Sekunden. Field Goal Range ist auch nicht wirklich. Fast an der Mittellinie hier. An der eigenen 48, um genau zu sein. Jetzt muss was Langes kommen. Da wird ein Play-Action Fake. Wartet lange, hat viel Zeit. Da kommt der Ball, aber gestoppt. Complete, aber gestoppt. Na, ich hätte gar kein Play-Action, sondern wirklich irgendwie mit mehr Receivern lang gemacht. Letzte Situation, da kannst du wirklich auf Risiko gehen, würde ich sagen. So, Bryant mit dem Touchback, 25-Yard-Linie ist dann der Start. Was ist das hier eigentlich? Geht das auf dem Fullback? Auf Green? Aha. Machen wir mal. Handoff angetäuscht. Ah, er spielt schon wieder auf mich, ey. Gibt das wenigstens ein paar Yards? 4. Meiner hebt aber auch automatisch die Hand. Weil er irgendwie gierig ist. Wie wär's mal mit Curls? Bei 2 und 6 kann man nochmal Curls werfen. Das würde uns doch das würde uns einen First Down geben. Ah, er hat ihn abgegeben. 3 und 1. Wir nehmen mal hier den Inside Zone, aber kann sein, dass ich das anpassen muss. Müssen wir nicht anpassen. Wir holen den nötigen Yard. Das nötige Yard. Den nötigen Meter oder, naja, Meter ist es ja nicht, aber wie auch immer. Pitslot Cross. Ein Play-Action-Spielzug auf Wheaton. Der war heute nicht so schlecht drauf. Flag on the field, aber richtig Druck against the offense. Ein Holding, das heißt 2 und 18 jetzt. Das wird interessant, wie man eine Holding-Strafe bekommen kann, obwohl einer ungeblockt irgendwie auf Roethlisberger zulaufen kann. Ist mir schleierhaft. Ha! Was hat er gemacht? 3 und 18.
Verticals, als würde ich jetzt Verticals laufen. Junge, Junge, Junge. Aber wir sind in Deep Attack. Wir brauchen 18 Yards. Ich weiß nicht, wo er ihn hinwirft. Ich wäre eine Option gewesen. 4 und 18. Also er wirft ihn nirgendwo hin. Das ist schade. Ich hätte gerne hier ein Field Goal mitgenommen oder so. Um echt aus dem ganzen Ding hier ein Two-Possession-Game zu machen. Ah, ist auch kein guter Punt. Und auch kein guter Stop. Laufen sie schön in die Blocker rein und können sich nicht schnell genug lösen, um da richtig Druck zu machen. Ja, jetzt wird's interessant. Und erinnert euch, am Anfang des Spiels habe ich gesagt, Wide Receiver spielen ist Easy Mode. Du hast so viele Möglichkeiten, das Spiel mitzuentscheiden. Ich bin gespannt. Spielzug jetzt mehrfach geändert, glaube ich. Ja, der wird lang gehen. Ja. Interception! Guter Junge! Langes Ding bestraft worden. Damit kann ich persönlich sehr gut leben. Bringt uns an die 49. Oh! Links und rechts ungeblockt. Da ist was schief gelaufen. Und zwar richtig schief gelaufen, glaube ich. Oh, guck mal hier. Eine Slipscreen nochmal machen? First down. Da war aber einer direkt an meinem Popo, glaube ich, oder? Wäre der gehechtet und in die Hacken reingekommen, wäre das fatal geworden, glaube ich. Aber schön, dass ich einen Receiver mal zeigen kann, wie es aussieht mit Receiving Yards. Ich mag es. Ja. Links, rechts, du hast die Wahl. Ja, noch besser. Oh, der ist verletzt. Receiver down. Hayward Bay. Naja. Er wird überleben. Field Goal Range, das heißt, ich traue mich gar nicht, es auszusprechen. Kein Turnover, nicht fumblen, kein Interception. Ah. Die 77 darf mitblocken, das wäre schon geil. Wir versuchen mal die rechte Seite. Vielleicht sind da bessere Blocker. Wobei, da ist man die 66. Wobei, blocken kann er, wenn er einmal in Position ist. Ja, das war schon besser. Kommt er da jetzt nicht warten, bis der zweite Blocker dran ist? Drei und drei. Ist nicht so einfach. Schauen wir mal, wie sie sich aufstellen. Zwei Linebacker, zwei Safety. Das passt. Schöner Block und dann gegen den am Boden liegenden Verteidiger schaffen wir es da relativ einfach, das First Down zu holen. Zone Strong? Den habe ich ja noch nie gespielt. Aber das sieht auch sehr nach starker Verteidigung aus. Ja, passt. Aber, ja, sehr starke Defense da. Ich habe da auch keinen gesehen, der irgendwie anspielbar war. Sehr gute Passverteidigung und noch genug Druck aufgebaut. Das muss ja beides immer irgendwie passen. Jetzt kann er aber.
Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ja, schade, dass es da keine Zeitlupe gibt. Ich habe jetzt nur auf den Receiver mit der Hot Route geguckt und dachte mir so, oh, kann er anspielen? Und dann spielt er aber irgendwas links an. Und dann dachte ich so, oh, was war denn da? Ich habe mit Interception gerechnet, aber immer kommt das Touchdown-Symbol. Den habe ich nicht gesehen. So, den wird da receiven und kriegt ihn an die 29. Eine Minute 9 noch im dritten. Zwei Touchdowns vorne. Da sind sie schon. Da war aber die Lücke für den Catch recht klein. Oh Gott. Ja. Lange Dinger. Jetzt geht's ab. ...45 Sekunden noch im ersten. Gronkh ist schon ein ziemliches Biest, oder? Da. Oh, aber es reicht diesmal tatsächlich ein Tackle. Aber ihr seht, das geht hier klatsch, klatsch, klatsch gerade. Ich kann echt nur hoffen, dass da jetzt gleich noch irgendwie wirklich ein... Defender dazwischen springt und eine weitere Interception holt oder so. Das wäre... Oh, lässt er fallen. Den musste nicht fallen lassen. Aber sie sind schon weit in der Red Zone an der 13-Yard-Linie. Second and 10. Es riecht nach Punkten. Aber sie müssen auch schon mit einem Touchdown-Punkt. Ja, schön. Schön dazwischen. Schön dazwischen gehüpft. Den abfangen und in die Endzone tragen. Und ich nehme einen Schluck aus der Fanta-Flasche hier. Aber es ist noch viel Zeit. 3 und 10. Hinten in die Ecke der Endzone geworfen. Sehr früh geworfen. Gibt es jetzt wirklich das Field Goal? Ich hätte den vierten jetzt wirklich ausgespielt, glaube ich. Field Goal ist complete. Das heißt 21 zu 10. Oh, Bryant trägt das Ding zurück. Stark gemacht. An die 31. Schöner Stepback. Und dann kriegt er da noch ein paar extra Yards. Sehr guter Receive. Freunde. Die 66. Jedes Mal, wenn ich gucke, ist die 66 als Blocker noch nicht da, wo sie sein soll, oder? Aber 3 Yards. Und 3 Yards im ersten Versuch ist etwas, worauf man aufbauen kann. So, das war das dritte. Zwei und sieben. Oh, umgerissen. Heieiei. Da hatte ich Sorge um den einen Verteidiger, der da angeschossen kam. Den wollte ich auf jeden Fall umgehen. Habe ich auch noch irgendwie hinbekommen. 3 und 4. Jetzt muss klappen. Jetzt muss klappen. Nicht fallen lassen. Sei lieb. Schon wieder auf mich. Da kriege ich immer Zustände, weil da war nicht so viel Platz. Und ja, wir haben einen 70 Aufwärtswert, aber da war nicht so viel Platz.
das treibt mir dann doch ein wenig den Puls hoch. Ich glaube, die Hot Route, auf die habe ich nämlich geguckt, die sah gar nicht so schlecht aus. Oh nein. Wieder auf mich und der läuft ins Aus. Ich habe nur auf die Receiver geguckt, die Streaky Route hatten. Also links, Bryant war definitiv gedeckt. Da war nicht so viel zu holen, aber ich glaube, Wheaton wäre eine Idee gewesen. Guck mal, ich war im Aus, aber die Zeit läuft weiter, oder? Direkt der erste dran, dann kommt der zweite zur Hilfe und der dritte an die Beine. 3-3. Guck mal hier. Das wäre sogar ein Spielzug, der für mich gemacht ist, als Catch. Nein, ich hab's geahnt. Siehst du, das passiert, wenn wenig Platz ist. So gut ist er nicht im Catch in Traffic etc. Das wird dann wirklich problematisch. Jetzt ein guter Punt direkt vor die Endzone. Komm, Barry. Schön mit Backspin oder so. Okay, du kannst ihn auch unmotiviert. Das war richtig schlechter Punt. Richtig mieser Punt. An der 28 ging der ins Aus. Oh, da musst du besser punten, Junge. Da muss innerhalb der ersten 10 Yards muss der Punt entweder ins Aus gehen oder per Backspin liegen bleiben. Heieieiei. Das bringt uns natürlich hier in eine keine schöne Situation. 28 Yards ist auch kein Weltuntergang jetzt, aber wenn er in der Feldposition puntest, muss da was Besseres bei rauskommen. Das war Catch in Traffic. Das war Catch in Traffic. So, an die No-Huddle-Offense haben wir uns ja schon seit dem dritten Quarter gewöhnt. Ja, der war offen. Da geht der Kollege mit der 31 da links im Bild. Ist da, hat er keinen Bock mehr. Kommt mal vor. Oh, Laufspiel. Das muss aber ein Versehen gewesen sein hier, oder? Wenn sie jetzt hier mit einem Touchdown vollenden werden, dann müssen sie immer noch im Ballbesitz kommen, ne? Ach, der gleiche Spielzug. Der scheint ja zu funktionieren. Das ist ja erschreckend, wie die 31 da wieder stehen bleibt. Habe ich da irgendwas verpasst? Ist das so ein Spielzug, der eine gute Erfolgschance hat, so wie mein Slipscreen. Ah, die Uhr läuft. Eine Timeout haben sie auch nur noch. Das heißt, es wird interessant. Interception und lauf durch. Und lauf durch. Das habe ich mir so erhofft. Mr. Gay auf dem Weg. Die Pick 6 ist complete. Touchdown, Pittsburgh. Das ist Risiko, natürlich. Wenn du schnell nach vorne kommst und schnell nach vorne musst und ja, der Gegner weiß irgendwann mal so, ist ja klar, hier kommt wieder ein Passspiel. Das heißt noch lange nicht, dass der Ball dann auch am Ende bei dir landet, aber es ist schwierig. Und irgendwann mal besteht wirklich die Chance, dass du das Ding in die Hände des Verteidigers packst. Schön, dass der Kollege Gay, ich finde es auch nett, dass ich gar nicht mehr in den Controller muss. Ein sehr guter Kickoff. Und ein guter Stopp. An der 25, das hätten sie auch beim Touchback gehabt, aber so müssen sie sich erarbeiten.
Ja, jetzt ist es natürlich richtig schwer, ne? Das sind 3 Touchdowns. Oder 2 Touchdowns, wobei einer eine Two-Point-Conversion sein muss und das ist die nächste. Warum geht der nicht nach vorne? Wieder der 31er. Also der 31er ist semi-geil als Cornerback, muss ich jetzt mal sagen. Wenn er da auch nach vorne geht, aber er hat so diesen Drang, immer stehen zu bleiben. Wenn er nach vorne geht, kann er entweder weghauen oder tatsächlich sogar runterpflücken. Ui. Druck, Ball weg, 2-Minute Warning. Und nur noch eine Timeout. Also wie gesagt, das sind, 2 Touchdowns wären 24. Einer muss eine Two-Point-Conversion sein, dann sind es 25 und dann reicht tatsächlich ein Field Goal zum Ausgleich. So, was haben wir? Langes Ei. Ne, der ist out of bounds. Der ist nicht complete. Third and 10. Brady mit viel Zeit da wieder, ne? In der Pocket. Also seine O-Line wirklich stark. Einfach nur richtig stark. Schaffen es regelmäßig, dem QB viele Sekunden Zeit zu geben. Rechts. Rechts ignoriert er. Und irgendwann ist die Zeit dann auch vorbei, ja. Da war dann doch mal endlich Druck. 4 und 10. Werden sie natürlich gehen. Reimt sich. Und das Spiel könnte jetzt gleich enden. Die müssen jetzt das Ding an den Mann bringen. Pocket steht. Langes Ding. Complete. Hogan macht es. Und ich weiß nicht, welcher Gegenspieler es jetzt war, aber irgendeiner hat da ziemlich gepennt. Chris Hogan mit dem Touchdown. 28-16. Na, ich hätte wahrscheinlich hier die Two-Point-Conversion jetzt direkt versucht, aber da hat der Royal keinen Einfluss. Das macht die KI. Jetzt gibt es einen Onside-Kick. Jetzt bin ich gespannt. Bryant hebt das Ding auf und das sollte es gewesen sein. Das sollte es dann tatsächlich gewesen sein. Die Uhr steht, wir müssen also ein Laufspiel machen. Dann kann New England hier tatsächlich dann problemlos die Uhr nochmal stoppen. Ja, okay, Nummer 66. Also irgendwann müssen wir uns darüber unterhalten, dass du doch bitte blockst. Wo ist mein Handy eigentlich? Irgendwo bimmelt gerade mein Wecker. So, meine Terminerinnerung. Denn eigentlich habe ich gar nicht so viel Zeit heute. Aha, falsche Taste, jetzt habe ich Viereck gedrückt. Aber egal, die Uhr läuft. Und das ist das Entscheidende. Wir sind gleich unter einer Minute und haben dann nach dem Run nochmal über eine halbe Minute Runterspielmöglichkeit und dann ist schon fast Ende. Optimal wäre natürlich, wenn wir jetzt direkt einen First Down hier nochmal rausholen. Aber so wird das eher nix. Wie krass er cuttet. Ich wollte ihn einen ausweichen und er läuft volle Rotze nach innen. Ich hätte gar nicht gepantet, glaube ich. Oder? Das ist die Frage jetzt. Ich wäre, glaube ich, gelaufen. Nee. Doch, nee. Ach, ich mache ein Field Goal. Ja, alles gut. Natürlich, klar. Wir waren ja schon relativ weit vorne. Ich bin aber auch ein bisschen er schreibt mich gerade ein Field Goal, really? Weiß ich doch nicht. Ich kann ja nichts machen. Ich konnte nicht Field Goal auswählen oder sonst was. Ich wäre gelaufen. Davis hat coole Schuhe an. 3 Sekunden noch. Nix. Da war gerade der Spieler nix im Bild. Da machst du nix. 31-17. Ben hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Ah, die Knie nieder. Ja, die Defense war gut, die Interceptions haben gewirkt, die taten richtig weh und die waren dann am Ende auch ausschlaggebend. Ich weiß gar nicht,
Hab ich eigentlich anständig was geleistet? War eher so eine Mannschaftsleistung, oder? Ach hier, den Screenspielzug zur linken Seite dann. Ja, den bin ich gelaufen, stimmt. Der war geil. Aber ansonsten, war es eine anständige Mannschaftsleistung. Ich bin auf die Statistiken gespannt. Ach, hier bin ich, ach ja. Guck mal, habe ich 2 Touchdowns gemacht heute. Den hatte ich schon gar nicht mehr auf der Kette. Da stolpern sie auch über sich selber, ne? Da, das ist die 23, Mitchell. Da musst du ein bisschen besser verteidigen. Und ich glaube, das war hier der Screenspielzug. Der dann doch etwas längere Lauf. Ja. Hätte ich nicht gerechnet mit dem Sieg, aber tut dem Royal vielleicht auch mal ganz gut, hier nicht mehr ungeschlagen zu sein. Rushing Yards, guck mal, 41 Rushing Yards nur. Da ist, siehst du, also unsere Leistung war jetzt nicht so grandios. War auch gefühlt schon nicht. Aber wir haben ein paar Catches wieder gemacht. Ja. Ergebnisse kann ich euch wahrscheinlich nicht zeigen, oder? Doch klar, letzte Woche. Letzte Woche Ergebnisse. Was haben wir denn da? Überlege ich gerade, ob es da irgendwelche Überraschungen gab. Ich glaube, nicht wirklich, ne? Diese Woche waren oder sind viele User-Games. Das heißt jetzt einmal, wenn ihr... Ja. Wenn ihr die Ergebnisse von Week 7... Week 7 sind wir. Okay, dann habe ich Week 8, habe ich Bye Week. Alles klar. Wenn ihr die Ergebnisse von Week 7 nicht sehen... Week 7 nicht sehen wollt... Weckung! So, 6. Broncos Chargers geht deutlich an die Broncos. Der Barbarossa gewinnt gegen Buffalo mit 2 Starts. Die Redskins verlieren gegen die Eagles. Das heißt, der Tobi gewinnt auch das nächste Spiel. Tennessee unterliegt den Browns. Ja, wer hätte das denn gedacht? Die Giants gewinnen gegen die Baltimore Ravens. Die Saints verlieren gegen die Carolina Panthers. Die kommen jetzt richtig in Schwung. Chicago verliert gegen Jacksonville. Also auch nicht wirklich so überraschend. Detroit unterliegt den Rams. Miami unterliegt uns, den Pittsburgh Steelers. Ach ja, das war ein easy Game, oder? Das war ein easy Game. New England gewinnt ganz knapp gegen die Bengals mit nur einem Punkt in 2 Starts. Oakland unterliegt, also der Emu unterliegt dem Bela in einem sehr knappen Spiel. Da bin ich auf das Videomaterial gespannt, was es diesmal ausnahmsweise nur vom Bela gibt, warum auch doppelt, und zwar auf dem Kanal von Bela. Unten alles in der Videobeschreibung verlinkt. Die Sid verliert gegen die Atlanta Falcons. Hallo, was war denn da los, liebe Sid? Green Bay gewinnt deutlich gegen die Cowboys. Houston unterliegt den Colts und Arizona, also der Fabi, gewinnt mit 3 vor gegen die Jets. So, das war Week 6. Heute habt ihr mein Spiel Week 7 gesehen. Wenn ihr die anderen Spiele sehen wollt, ne, sucht euch den Kanal aus, der euch zusagt, und zieht euch das auch alles rein. Ich gehe hier auf Ready. Und ja, nächste Woche haben wir nichts von meiner Seite. Aber wie gerade ja schon mehrfach erwähnt, könnt ihr bei der Sid reinschauen, beim Fabi reinschauen, beim Bela reinschauen. Ich glaube, der Royal bringt momentan keine Videos mehr. Weiß ich aber nicht. Könnt ihr auch reinschauen. Vielleicht kommt da ja doch was. Ich nehme die natürlich alle in meiner Playlist auf. Dann habt ihr das alles über einen Klick auch. Ist vielleicht komfortabler für euch. Ja, der Emo wird mir bestimmt wieder Material zusenden. Und dann habt ihr da ein bisschen was zu gucken. Trotz Bye Week. Okay. Leute, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hat mich sehr überrascht hier. Und wir sehen uns dann nach der Bye Week wieder, wenn wir selber spielen. Macht's gut. Tschüss.